Mr. Bernstein müssen wir Luke, uns noch. Sie wollten noch zu mir. Ja, ich muss jetzt, ich bin gerade vorgeladen worden. Just in diesem Moment, ich muss jetzt vor Gericht. Ich bin der nächste Zeuge. Alles klar, ich fahre Sie hin, Sie besprechen das auf dem Weg dahin. Okay. Haben Sie ein Auto? Ja, steht vorne. Okay, also Del Pino schließt gerade die Akte ab. Das ist auch eine offizielle Akte wegen den gestohlenen Fahrzeugen, wegen dem Hehlerring. Hm. Die lasse ich Ihnen dazukommen. Da haben wir jetzt nochmal alle Geschädigten kontaktiert, dass wir denen nochmal persönlich sagen wollen, dass sie auch zivilrechtlich gegen Schadensersatz klagen können, um dem Mr. Young dann nochmal richtig einen reinzudrücken. Ansonsten versuchen wir, weil es jeden Tag ein, zwei neue Fälle mit dem MD. Die wollen sich da irgendwie alle gegenseitig über den Haufen schießen, wie auch immer. Also beim metaphorisch. MD. Metaphorisch, ja. Der schwärzt den an, die Person schwärzt die andere Person an. Das ist ein reges Hin und Her, dass wir jetzt schon an einem Stand sind, wo wir überlegt haben, es vielleicht da einfach mal jemanden einzuschleusen. Was heißt denn einzuschleusen? Dann geben Sie mir mal, geben Sie mir mal den detaillierten Sachstand und ich rufe den Richter an diesbezüglich. Da gibt es eine Hand drüber. Da gibt's, Richter Santiago macht das. Ja, da kann ich Ihnen eine Akte zugeben und lasse ich Ihnen auch per Mail zukommen. Und da sind in der Akten noch drei weitere Akten vermerkt. Das ist alles in den letzten anderthalb bis zwei Wochen aufgekommen, wo die sich quasi... Reden wir vom Pillbox oder vom Medical? Vor allem vom Medical, soweit ich weiß. Central Medical. Da sind auch schon zwei Leute gekündigt worden, oder drei Leute gekündigt worden wegen dieser Akten. Aber da wird sich halt hin und her gegenseitig beschuldigt. Die Führungsebene wird Medikamente verschwinden lassen. Die Person wird unter der Hand irgendwie Behandlung machen etc. Da ist natürlich immer die Frage, ob dann eben, weil dann keine Akten auftauchen, wenn die unter der Hand behandeln, inwieweit da Strafen vertuscht werden. Da sind gerade Miss Wayne und Mr. und Miss Bullock sehr intensiv mit beschäftigt. Mr. und Miss Bullock sind die letzten drei Tage nicht da gewesen. Sonst hätte ich die auch nochmal dran gesetzt bei den neuen Vorkommnissen. Unter anderem auch ein Mr. Castle, der sollte Ihnen auch geläufig sein. Der versucht sich bei hier zu bewerben. Ja, das ist jetzt wohl dann durch, ne? Weil der hat auf jeden Fall Medikamente verschwinden lassen und das ist auch einsehbar. Das wird aber eng, das schaffe ich. Ansonsten. Ach, perfekt, Träumchen. Wie dafür vorgesehen. Perfekt, ich bin auch einfach ein guter Fahrer, Chief. Aber Moment, Sie müssen gleich auch wieder zurück, ne? Ja, ist egal. Ansonsten wollte ich... Was wollen Sie? Kommen Sie. Ja, quatschen. Ich hatte tatsächlich ein sehr ausführliches Gespräch mit Masters und Huckleberry am Tag zuvor. Und am nächsten Tag, ohne irgendwie mit mir Absprache zu haben. Also ich meine, ich weiß, Sie sind hier die führende Hand, Sie haben das letzte Wort. Aber wäre es schon ganz recht, gerade was neue Kandidaten angeht. Ich muss den Kopf hinhalten, ich muss Sie anlernen, dass wir da wenigstens einmal Ruhe drüber quatschen, wer dann Frage kommt, warum, was ich für einen Eindruck von den Personen habe. Ja, Taylor stand jetzt eigentlich nur, er hat ja einen besonderen Racing-Fokus, das heißt, klar, aber wenn Sie nicht da sind, kann ich nicht mit Ihnen drüber reden. Das ist richtig, aber am Tag vorher hatte ich, wie gesagt, nochmal ein Gespräch mit Masters und Huckleberry und hätten wir bestimmt irgendwie eingeschoben bekommen. Ein Tag mehr oder weniger wäre nicht die Welt. Ach, und so vor allem das mit dem Racing, das hatte ich ihm übrigens nahegelegt, weil ja, er selber in die DOA wollte. Er ist jetzt trotzdem über die DOA da drin, ne? Ja, das weiß ich ja. Das ist mir bewusst. Mir ging es nur darum, dass ich da zukünftig auch eine Information kriege. Na, dann gehen Sie rein. Abend, Chief. Abend. Irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Nee, nee. Bis jetzt nicht, nein, Sir. Alles klar. Ich guck mal rein. Sir? Hm? Wollten Sie noch mit mir sprechen? Krüger hatte mich gerade angerufen oder hat sich das soweit erledigt? Oslowski. Ja, machen richtig. Wir gleich. Kleinen Moment, Huckleberry. Alles klar. Ja, Chief, Sie müssen das Distanzgespräch auch nochmal mit Hobbs führen. Ich habe gerade einen Anruf von den Sheriffs bekommen, dass er sich super gut mit den Leuten vom Eastside-Tattoo versteht und da in den Zellen mit denen riesen Gaudi und Party gemacht hat, nachdem die wieder mal auf Officer geschossen haben. Jetzt sagt er mir gegenüber gerade, er versteht gar nicht, warum das ein Problem ist. Immerhin arbeitet seine beste Freundin in dem Tattoo-Laden. Gut, dann geben Sie mal gerne einen Termin in meinem Büro. Ich bin jetzt eh gerade noch vor Gericht, aber der soll schon mal vor meinem Büro kommen. Ja. Machen wir. Gut. Kein Problem. Sagen ja. Sie ihm aber auch, es ist nicht schlimm. Ja, nicht, dass der sich... Er kann ja nicht nochmal degradiert werden. Danke. Genau. Gut, sagen Sie es nicht in seiner Gegenwart so. Gut. Hören Sie mal weg. Gut, Chief. Danke. Oslowski, kommen Sie mal einen Schritt beiseite. Ja, natürlich. So, da ging es um Cortez. Da ging es um eine Situation im Galaxy. Unter anderem, ja. Da ging es um Ihre Einschätzung, sagen Sie nochmal, genau. Also machen Sie es prägnant. Ja. Hm?
Ich bin Cortez dort angefahren, wir sind ausgestiegen, haben den Bereich gesichert. Dann hat sich herausgestellt, dass es Miss America ist, um die es da unter anderem geht. Mhm. Und dann ist Frau Cortez komplett ausgeflippt, ist direkt zu Miss America gegangen. Kann ich ein Foto machen, ein Autogramm haben, hier und da halt so richtig Fanboy-mäßig. Ja. Hat sie dann auch alleine rausgepickt, ohne mich zu informieren oder andere Kollegen. Ja. Hat sich aus dem Bereich etwas entfernt alleine. Hat die ganze Zeit alleine mit Miss America gesprochen, ja. Hat aber allerdings eine Aussage aufgenommen von ihr in der Zeit auch noch, hat sich dann in den Zellen aber auch nochmal ein bisschen daneben benommen. Sie hat ein TV einfach aus den Zellen gelassen und meinte, ja, der kann jetzt hier einfach bei uns warten, bis er mit dem Staatsanwalt geredet hat, der muss jetzt nicht in der Zelle sitzen und so ein Kram. Mhm. Ja, das war so gestern Abend. Okay, gut, sauber. Alles klar. Ja, ich hatte da schon ein Gespräch geführt, ich habe das auch schon so ein bisschen gehört. Ja, einfach, da geht es aber einfach um eine Weiterbildungsmaßnahme. Hallo, da geht es einfach um eine, da geht es halt auch nicht um disziplinarische Maßnahmen per se, sondern geht es nur auch darum, dass man das ein bisschen kontrolliert. Denn diese sehr empathische Seite von Frau Cortez ist eine sehr positive Seite. Unter anderem, ja. Sven. Aber es ist halt auch eine sehr unkontrolliert emotionale Seite. Richtig. Und mir geht es nicht darum, jetzt hier irgendwelche Sachen zu machen. Und das geht, da geht es auch nicht darum, dass sie das tun, sondern geht es einfach nur darum, dass man das ein bisschen lenkt. Hatte soweit ich auch gar nicht vor, Sir. Naja, darum. Ich sag's Ihnen nur, weil was ich für was ich vorhabe eigentlich. Oder was ich auch schon im Gespräch hatte mit ihr. Gut. Das habe ich mir schon so gedacht bei Ihnen, Sir, weil Ihr Führungsstil gefällt mir sehr. Ja. Lies mich auf jeden Fall an. Super, dann gucke ich mal rein, was da drin los ist. Genau. Viel Spaß, Campbell ist nicht da diesmal. Danke für die Worte der Warnung. Hallo. Ja, der Start ist, ich kann Ihnen sagen, wir sind in allen Akten aktuell dran, Buhn. Da ist nichts, was liegen bleibt. Ich gucke da jeden Tag drauf, wie da der Stand ist, ob wir weiterkommen können. Wir rufen, telefonieren den Leuten hinterher und sobald wie möglich übergeben wir es an die Staatsanwaltschaft. Wunderbar. Das sind auch, glaube ich, also als ich wiederkam vor meiner Krankheit, waren ja 13 oder 14 Akten offen. Da sind jetzt 5, 6 Akten schon viel geschmeidiger. Das sieht nach Unterbrechung aus. Ja, sehr viel geschmeidiger. Okay. Hier wird verhandelt die Sache mit, was war denn das? Oder Geiselnahme von Mr. Boone. Ja, genau. Hm? Genau. Ah. Genau. Die Sache mit Rickard. Ah, Rickard auch, ja. Die Rickard-Sache, das hat ja irgendwie alles damit reingespielt. Was auch immer mit Evil Rickard da los ist, die Story ist dem in der Zelle eingefallen unten an dem Abend. Hm. Hat sich aber relativ gut entwickelt, würde ich sagen, diese Wirklich? Geschichte. Was ist denn da passiert? Naja, da wurden dann Mordanschläge ausgeübt und so weiter. Ach, wirklich? Naja, aber... Also ich kann nicht mitbekommen. Scheiße. Naja. Ja, der Saal ist gut gefüllt. Ich sehe es. Eindeutig. Wahnsinn. Die das erklärt, schon, warum so viele Fahrzeuge da vorne sind, dann die Detective Luke ranfahren musste beim Einparken. Ranfahren? Naja, ist gut, das waren alle Polizeifahrzeuge, was sage ich. Ja, ich habe die Bullenfinger genutzt, ja. Außerdem haben wir ja da so einen Pauschalbetrag, nicht wahr? Ja, es ist, es ist diese französische Art und Weise einzuparken, glaube ich. Absolut, ja, genau. Oh Gott. Dann hoffen wir mal, dass die ganzen Polizeifahrzeuge auch die Handbremse nicht angezogen haben. Wer hat den Vorsitz? Blubel. Donald Blubel. Genau, Blubel. Und John hat Beisitz. Mhm. Was ist eigentlich mit Richter Santiago? Der steht da hinten am Autobahn. Hier vorne, ja, okay, da muss ich dann gleich nochmal hin. Gut, Luke, die Akten, von denen wir gerade gesprochen haben, die schickt mir Delpino oder wollen Sie die mir schicken? Das kann ich Ihnen nachher zuschicken. Alles klar. Das ist gar kein Problem, die sind ja soweit abgehandelt. Ach, ich quetsche mich einfach dazwischen, das ist nur fort. Das steht halt immer noch nicht. Fort! Ja, ich grüße Sie, Richter Santiago, hallo. Guten Abend. Ich hatte, glaube ich, noch nie das, ich unterbreche Sie gerade? Störe ich Sie gerade? Sie stören nie. Oh, wow, das muss mein Amt sein. Richter Santiago, ich hatte, glaube ich, noch nicht das Vergnügen. Sie haben mir ein paar Mal Nachrichten zukommen lassen, die ich ignoranterweise ignoriert habe. Wir müssen aber unbedingt mal sprechen, weil Sie ja die zuständige Stelle sind für die Obrigkeit der Medical Departments. Richtig, ganz genau. Und da ergeben sich gerade aktuelle Entwicklungen, da müssen wir uns auf jeden Fall unterhalten. Ja, das empfinde ich gleichermaßen so. Ja, also da, das wird auf jeden Fall interessant. Zumindest nach den ersten Erkenntnissen, die ich jetzt gerade gesammelt habe, die mir aber gerade nochmal schriftlich zugeschickt werden, damit wir das im einzelnen Teil durchsprechen können. Ich denke auch, dass wir es gesammelt an einem Termin, glaube ich, abhandeln. Das ist, glaube ich, für alle Beteiligten einfacher zu organisieren. Im besten Fall, warten Sie mal, geben Sie mir mal Ihre Telefonnummer. Sehr gerne. Wer soll hier aussagen? Ich bin seine Vertreterin. 60. 60, 57. Der war offiziell vorgeladen. No, 97. Also 605797. Warum sagen Sie es nicht gleich so?
so einfacher gewöhnt. Cluster bilden. Richtig. Ist DOJ jetzt hier eigentlich drin? Ja. Streife 13. Okay, gut. Ich kontaktiere Sie, sobald ich die Akten vorliegen habe und dann machen wir einen Termin aus. Alles klar, sehr gerne. Warten Sie mal, bevor ich das vergesse. Das bin ich. Gut, ich habe Ihre Nummer bereits. Alles klar, super. Alles klar. Danke. Ich gehe davon aus, wenn jeder hier rausgeht, dass Pause ist. Ja, dann können wir nicht von ausgehen. Ich glaube nicht, dass das schon vorbei ist. Ich mal an den Automaten, bitte. Ja. Dankeschön. Mexiko. Gehe auch irgendwie von aus, dass es heute so bis 23 Uhr gehen wird. Das ist ja auch, sag ich mal, ein umfangreicher Fall, dadurch, dass da im Nachgang noch so viel passiert ist. Oh ja. Ich habe aber auch Informationen von einer Person, die nicht aussagen wollte, nochmal Mr. Sullivan weitergegeben. Vielleicht kann er irgendwie nochmal damit arbeiten. Weil als sie entführt wurden, das waren ja gar nicht die Uniers, richtig, Mr. Boone? Die mich hochgebracht haben, nicht? Nein. Genau, da habe ich nämlich Hinweise bekommen, wer das hätte sein können. Hat jemand, ich sag mal, so ein bisschen was durch die Blume gesagt. Zusammenbruchs im Saal, eine Pause. Oh Gott, okay, da muss man jemand medizinisch versorgt werden. Katastrophe. Ja, deswegen sind die Mediziner vorgekommen. Zusammenbruch? Nur eben gehört, dass Andro Nevo geheult hat. Bitte was? Gott. Traumatisch. Er hat da gestern bei mir am Telefon, als er gefragt hat, ob ich auch hier bin. Die T31 East Highway. Was los? Ja, Herr Schlumberg hat ja am Freitag auch geweint, oder war das Herr Moser? Ja gut, aber das ist bei denen, bei der Kombination schon zu erwarten gewesen, dass einer heult. Achso. So, meine Damen und Herren, ich muss mich kurz nochmal verabschieden. Alles klar. Aber ich werde wohl später nochmal dazustoßen, wie es aussieht von Herrn Rehberg. Naja, mal sehen. Gut, danke, bis dann. Hallo? Lüg, ich muss erstmal los, ich klaue Ihnen das Auto. Alles klar, grüße Chief. Hallo. Außerhalb unserer Sichtbarkeit waren. Tschüssi. Johnson, wie geht's Ihnen? Ja, Streife 7 ist. Ganz gut, selbst. 10.30 im aktuellen 10.30, ja. Aber nix. Ich sag mal nur mal, muss. Muss. Viel zu tun. Das glaube ich Ihnen. Ich möchte Ihren Job nicht übernehmen. Seien Sie mal ein bisschen engagierter, Johnson. Wenn ich krank bin, Huckleberry Masters krank sind, alle anderen krank sind, dann sind Sie irgendwann... Ja, dann müssen Sie auch jemanden machen. Streife 11, aktuell East Highway, Shop Hop. Ich hab noch was Schönes für Sie. Was haben Sie denn? Na, in der Westzeit hat ein neuer Laden aufgemacht, ein neues Café. Hm. Da gibt's auch ausgezeichnete Zigarren. Oh! Hat sich rumgesprochen, dass mein Hobby Rauchen ist. $175 das Stück. Ach du Scheiße, sagen Sie mir das doch nicht. Sie geben Geschenke raus, ohne den Preis zu nennen. Nein. Gott. Genießt danke, Sie Johnson. Die. Danke, Johnson. Gut. Das funktioniert super mit dem Auspacken hier. 1031 ist West Highway. Alles okay, keine Statistiken mehr vorhanden. Meine Kollegen an Automation, ihr könnt euch wieder auflösen. Hier ist nichts los. Inzwischen 10.8. Hallo Sato. 14.19. Hallo. Huckleberry, wo ist denn Hobbs? Der läuft hinter ihrem Büro rum und telefoniert. Hobbs. Ja, lassen uns gehen. Ich weiß schon Bescheid. Sie wissen was? Ich weiß schon Bescheid, ja. Warum wir miteinander reden? Ja. Okay, alles klar. Gut. Dann, worum geht's denn? Also, Mr. Hobbs, Sie müssen in den Zellen immer darauf achten, wie Sie mit den Schräflingen sprechen. Vor allem, wenn es darum geht, dass die Sträflinge einfach die Brecher besessen haben, auf Officer zu schießen, dann dürfen sie nicht Party machen mit denen. Aber Sir, ich habe mit den Leuten keine Party gemacht. Warum denn nicht, Mr. Hobbs? Ja, ganz einfach habe ich keine Party gemacht. Ich wusste gar nicht, warum die da drinnen sind. Ich war wegen einer ganz anderen Sache dort. Ja, aber Mr. Hobbs, da müssen Sie das erstmal erfragen. Ja, gut, da haben Sie recht, das tut mir leid. Ich wusste wirklich nicht, was da los ist. Ich habe einfach nur, weil ich degradiert wurde, traurig reagiert und die haben mich getröstet. Weil ich die kenne und mit denen befreundet war,
weil meine beste Freundin in dem Tattoo-Laden arbeitet. Ja, aber Mr. Hobbs hat sie so nicht. Die schießen jederzeit die ganze Zeit auf Officer. Und deswegen musst du ihn erst nachfragen, was da los ist. Ja, okay, das tut mir leid. Beim nächsten Mal frage ich nach. Und deswegen distanziere ich mich von den Häftlingen, ohne zu wissen, was los ist. Weil manche können kriminell sein. Und jetzt hat sich das SD beschwert. Oh ja, sie haben vollkommen recht. Gut, ich habe das jetzt dem HGB und dem Master schon gesagt und das wird bestimmt dem schief gehen. Ja, aber Sir, warum machen Sie das denn nicht so, dass Sie erstmal zu mir kommen und dann zu dem schief gehen? Ja, nächstes Mal. Ich bin jetzt auch nicht sauer, aber nächstes Mal machen Sie das entspannter und distanzierter. Ja, okay, es tut mir leid. Gut, sind wir im Guten auseinander? Ja, sind wir. Alles klärchen. Dann in diesem Sinne, auf Wiedersehen. Und dann haben wir aufgelegt. 10-9. Sie sind wieder Recruit Officer Hobbs. Streife 6 ist 10-23 bei der 10-31. Wow. Heilige Mutter, was ist gerade passiert? Bei welcher von beiden? Das war eine gute Reflexion. Absolut korrekt. Sie hatten das Gespräch mit jemand anders. Sie haben dieses Gespräch klären können. Das ist natürlich zu mir gekommen. Aber so passiert das halt. Ich finde schön, dass ich nichts sagen muss dazu. Sie sind wieder Recruit Officer. Vielen Dank, Sir. Also, verkacken Sie es nicht wieder, bitte. Ich habe keine Lust, Ihnen die ganze Zeit Ihre Gehaltschecks neu auszustellen. Ich verstehe das. Scheiße, ich bin ein bisschen sprachlos, Sir. Damit habe ich nicht gerechnet. Ups. Reiß nicht zusammen. Streife 9, 10, 20 P. Ups. Sir. Ups, gehen Sie raus, da steht Reed. Ja, es tut mir leid. Byron! Byron! Streife 1, die Nacht. Gut. So eine Heulsuse. Chief, ich habe einen Officer. Er ist wieder Recruit Officer, übrigens. Ah ja, wunderbar. Sie haben einen Third Grade? Ich habe einen Third Grade, der ist da, der ist bereit und ich weiß nicht, ob er dafür bereit ist, aber er würde kommen. Wenn Sie reingehen, machen Sie ihn auf die Tränen im Teppich aufmerksam und schicken Sie ihn rein. Großartig. Großartig. Streife 11, die Leitstelle kommen. Ah. Ich führe Ihnen den Bewerber gleich vor, Sir, sobald er das PD erreicht hat. Ist noch gerade sein Auto bei Repairs abholen. Okay. Ich muss heute nochmal vor Gericht als letzter Zeuge im Fall der Verhandlung der O'Neills. Ich habe gerade schon... Ja, mein Beileid. Ja, halb so wild. Und ich muss ja mit dem Richter sprechen bezüglich der Situation im MD. Da gibt es wohl einen riesigen Clusterfuck bezüglich Herausgabe von medizinischem Material und so weiter und so fort. Ach ja, da wären wir auch wieder beim nächsten Funfact. Dort gibt es eine Akte gegen einen aktiven Bewerber bei uns. Castle. Mr. Frank Castle, ja, der war 4 Jahre lang Captain bei den Navy SEALs, also massiv überqualifiziert für den Officer, ja. Und ja, der ist wohl belasteter in dieser Akte. Und ja, wird nicht eingestellt. Da bin ich von ausgegangen, Sir, aber es ist einfach mal wieder... Ich sage Sie nur, der ist bei den Navy SEALs. Ich könnte Ihnen da ganz andere Geschichten erzählen, aber da wird auf jeden Fall nicht eingestellt. Ich könnte Ihnen noch eine richtig gute Geschichte erzählen, aber ich glaube, die habe ich Ihnen schon erzählt. Mr. Destiny Answorld, der Leiter der US Army, ja, der auch beim FBI war. Und ja, also da sollten Sie, wenn Sie mal auf SD-02 treffen, sollten Sie den mal nach Mr. Destiny Answorld fragen. Er war dabei. Nee. Also. Nee. Ja, ja, ich sag nur, was der besonders gut konnte, war Topfschlagen im Minenfeld. Bis gleich, Sir. Dank zusammen Pastor Louis in der Kirche seiner Schwester, was er. Liebe Gemeinde, Gott sagte einst: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Aber das sind nicht nur einfache Worte, liebe Gemeinde. Nein, es sind Worte, an denen die Menschen immer wieder erinnert werden müssen. Was? Worte, die uns bewegen. Worte, die uns alle zum Nachdenken anspornen sollen. Darum müssen wir auf diese Worte Taten folgen lassen. Denn allein Taten sind es,
die Meerbietmaisquote. Mir wurde zugetragen, dass sich Armut und Elend in unserer Stadt ausbreitet. Menschen, die sich ohne ein Dach über den Kopf auf den Boden zwischen Ratten und Müll dicht zusammendrängen und sich in der eisigen Kälte der Nacht gegenseitig zu wärmen und dabei versuchen einzuschlafen. Da konnte Miss North und ich als Vertreter der Kirche nicht einfach wegschauen. Deshalb sind... Kommen Sie rein. Was Sie jetzt hier zu beachten haben, die Flecken hier, das sind Tränen, also, ne? Dass Sie Bescheid wissen, hier passieren Dinge. Heute schon so viel reingegangen, also so viel rausgegangen, die geweint haben, oder... Sorgen Sie dafür, dass Sie nicht der Nächste sind. So. Chief of Police Lynch, darf ich Ihnen vorstellen, Officer Fertgold, Bewerber Lawrence. Mr. Lawrence. Guten Abend. Gut, danke, Masters. Mr. Lawrence. Mein Name ist Manfred Lynch, bin Chief of Police, wie Officer Masters gerade schon gesagt hat. Ich bin der höchste Exekutivbeamte in San Andreas und überstehe so jedem Officer. Im County hat das Sheriff's Department eine eigene Zweigstelle, das haben Sie vielleicht schon mal mitbekommen. Das ist der Sheriff Perkins, der Deputy Sheriff Perkins, der das gesamte County unter Kontrolle hat. Allerdings habe ich hier selber noch mein eigenes PD, weil sich in der Stadt Los Santos noch nicht herauskristallisiert hat, wer der Deputy Chief sein will, um den ich sozusagen einsetze, um dieses Department zu leiten. Darum leite ich es selber, neben der Verwaltungsaufgabe im Norden und hier in der Stadt. Nur damit Sie mal einen Blick von mir haben, damit Sie wissen, mit wem Sie sprechen und so weiter und so fort. Das möchte ich natürlich auch von Ihnen wissen, Mr. Lawrence. Sie bewerben sich um eine erfahrene Position als Officer Third Grade. Wer sind Sie, was machen Sie, was haben Sie in der Vergangenheit gemacht? Also ich bin Devin Lawrence, bin 24, habe 6 Jahre lang in Chicago als Polizeibeamter gearbeitet, 2 Jahre davon in der Ausbildung, also Education, und quasi 4 Jahre davon im Streifendienst. Was meinen Sie mit Education? Haben Sie in der Education gearbeitet oder wurden Sie ausgebildet? Ausgebildet. Okay. Genau, das war es eigentlich auch schon so zu meiner Person. Sie haben also 4 Jahre im Streifendienst gearbeitet. Genau. Okay, besondere Vorkommnisse, die Sie besonders herauskristallisieren würden, Befähigungen oder Dinge, die passiert sind? Ein bisschen Undercover-Arbeit und in Chicago, wie Sie wahrscheinlich wissen, sehr viel Gangkriminalität. Okay, was ist denn so die schlimmste Erfahrung, die Sie im Rahmen Ihres Streifendienstes gemacht haben? Ein Toter nach einer Schießerei. Uff, haben Sie selbst noch auf Personen geschossen? Leider ja. Wurden Sie schon beschossen? Auch leider ja. Was haben Sie gemacht, bevor Sie sich hier beworben haben in der Stadt Los Santos? Ich war am Flughafen und bin dann hierher gekommen. Achso, Sie haben nicht wirklich groß irgendwelche Eindrücke gesammelt? Ich habe ein bisschen die Stadt kennengelernt und ihre Gepflogenheiten, ein paar Golfbälle gesammelt und ansonsten eher wenige. Verstehe. Gut, was sind denn zusätzliche berufliche Interessen, die Sie hätten für den Fall, dass es beim Polizeidepartement nicht klappen würde? Also ich habe jetzt schon häufig gesehen, dass es Sicherheitsbeamte geben würde oder auch gesucht werden. Das heißt so im Sicherheitssektor. Ja, das wäre es eigentlich so. Von wem haben Sie denn deine Stelle gesehen? Moskau Security, glaube ich. Scheint das für Sie eine kredibile Firma zu sein, wo Sie sich bewerben würden? Kann ich bis jetzt noch nicht sagen. Ich habe bis jetzt wenig über die erfahren. Aber das, was ich gehört habe, war eigentlich ganz gut. Okay. Würden Sie sich auch bei Russisch Inkasso bewerben? Nee. Warum denn bei Moscow Security? Ich wusste ja nicht, dass es in die Richtung geht. Ich weiß auch nicht, ob das in die Richtung geht. Es geht nur darum, Ihre Einschätzung zu haben, wenn Sie Vorurteile ausüben gegenüber des Begriffes einer Firma. Also hätten Sie keine Vorurteile gegenüber einer Firma, die was heißt sie? Moskauer Sicherheit? Moscow Security. Erstmal nicht. Also ich meine, es kommt darauf an, was am Ende dabei rauskommt, aber im ersten Grad, wenn ich die Firma kennenlernen würde, würde ich erstmal sehr neutral daran gehen. Ja, das verstehe ich. Okay, also so Sicherheitsbeamter wäre für Sie eine Alternative. Haben Sie eine Ausbildung an der Waffe bekommen? Natürlich. Okay, Sie sind vertraut mit dem Funkgerät und grundsätzlicher Funktionsweise? Ja. Okay, alles klar. Was ist denn eine der besten Erfahrungen, die Sie im Dienst gemacht haben? Da gab es eigentlich relativ viele.
wenn man halt einfach Bürger glücklich gemacht hat, indem man Präsenz gezeigt hat und dadurch die Kriminalität in gewissen Stadtbezirken runtergegangen ist. Hm. Oder wenn man einfach mal Zivilisten helfen konnte und die sich danach schön bedankt haben. Hm. Hm. Gut, jetzt hatte ich viele Fragen und jetzt zu einer der wichtigsten Fragen, die am Ende noch gestellt wird. Welche Fragen haben Sie? Grundsätzlich erstmal keine. Sie haben ja gut am Anfang erklärt, welche Position Sie hier haben. Und Masters hat mir schon im ersten Gespräch viele Fragen beantwortet. Also über Struktur, was man hier erreichen kann und so weiter und so fort. Genau, und wie das alles läuft und wie man an diese Stellen kommt. Genau. Verstehe. Gut, dann sehe ich keinen Grund, warum ich Ihnen verwehren sollte, die Stelle als Officer Third Grade anzutreten. Und das ist ein Problem für mich. Weshalb? Haben Sie schon jemand im Dienst erschossen? Negativ. Also auf einen geschossen, aber noch nie erschossen. Ja. Gut. Okay, herzlichen Glückwunsch, Mr. Lawrence. Ich stelle Sie ein. Oh, Dankeschön. Können Sie sofort anfangen? Natürlich. Gut, Sie werden als Officer Third Grade integriert. Das bedeutet aber trotzdem, dass Sie eine Einführung bekommen. Mr. Lawrence, diese Einführung wird Sie mehr oder weniger in unsere Akten einführen, unsere Ausbildungspapiere, in die Struktur des PDs. Sie werden erstmal eine Menge sehen und das auch erstmal verarbeiten, bis Sie dann bereit sind, sich einer Streife zuzuordnen. Und dann seien Sie erstmal ruhig etwas passiver. Gucken Sie erstmal, wie so der Hase läuft. Lassen Sie sich ruhig auch erstmal ein bisschen, nicht an die Hand nehmen, aber Sie müssen sich ja erstmal einfinden. Und jetzt gebe ich Ihnen erstmal noch eine Dienstnummer. Weil die brauchen Sie ja auch. Und ganz besonders schauen Sie sich die TEN-Codes an. Das kann sein, dass die deutlich variieren von dem, was Sie vorher hatten. Okay. So, habe ich hier denn hier irgendwas in dem Bereich? Mr. Lawrence Devon. Sie kriegen die Dienstnummer 43. Okay, verstanden. PD 43. Dann folgen Sie mir mal bitte. So, linke Seite, Spind, Uniform langärmlig mit Weste anziehen. Ich warte vor der Tür und suche dann gleich einen jemanden, der sie herumführen kann und einweisen kann, ja? Alles klar. Ja, Chief? Er hat es geschafft. Ich brauche jemanden für eine Führung. Wird organisiert. Ich nehme nur hier gerade meine Bewerberin mit rauf und dann nehme ich den Mann mit. Alles klar, super, danke. So, Lawrence, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Sie müssen mal gucken, dass Sie sich eventuell Ihre Haare so ein bisschen aus dem Gesicht kämmen. Das kann sein, dass das Ihre Sicht beeinträchtigt, aber müssen Sie selber entscheiden. Wenn es ganz am Ende heißt, dass Sie irgendwann mal vor einem Tatverdächtigen stehen und den nicht mit dem Taser getroffen haben, werfe ich Ihnen das auf jeden Fall vor und dann rasiere ich ihm persönlich den Kopf. Okay, dann mache ich mich schnellstmöglich dann auf zum Fisse. Ja, später. Muss jetzt nicht sein. Ich glaube, Sie laufen schon länger mit Ihren Frisuren rum und ich will jetzt nicht so übergriffig sein, in die sofort in Ihre Haarpracht reingreifen. Ich habe die Message verstanden. Nur damit Sie es verstehen. So, dann stellen Sie sich einfach hier ab. Ich habe schon den Officer Masters, mit dem haben Sie gesprochen, schon informiert. Der nimmt Sie dann gleich unter seinen Flügel und wird Sie hier ein bisschen rumführen. Und wenn Sie Fragen haben, steht mein Büro immer offen für Sie. Sie können aber auch immer mit der Education sprechen. Sie werden schon so ein bisschen sich eingrooven. Perfekt, Dankeschön. Ja, alles klar. Super, dann warten Sie hier einfach. Naja, ich brauche jemanden. Ja, bitte. Der steht da vorne, ne? Ja, ich hole mir Mr. Lawrence gleich. Reed, kommen Sie mit. Okay. Haben Sie kurz ein Momentchen? Klar, was gibt's? Also, erstmal habe ich was für Sie. Also eigentlich habe ich zwei Sachen. Aber erstmal das hier. Mhm. Bitteschön. Dies war mal ein Schokoladenkuchen, aber Herr Hobbs hat sich drum gekümmert. Soll ich aus? Oh! Gott, er hat's abgenagt, oder? Ich weiß nicht. Ich habe das einfach nur bekommen. Ja, okay, alles klar. Ja. Super. Okay, passen Sie auf. Und jetzt habe ich noch, ich habe mir gestern den Tag freigenommen, um meine Sache für Sie vorzubereiten. Mhm. Weil mir das von Freitag dann doch noch sehr unangenehm ist. Ich hoffe, das wird jetzt nicht noch unangenehmer. Geben Sie sich Mühe. Auf. Ich habe mir was mitgebracht. Okay, los geht's. Oh, lieber Chef, es tut mir so leid. Ich wollte sie wirklich nicht verärgern. Machen Sie kurz Stopp. Irgendwie nicht nach. Stopp, Reed, stopp. Ganz kurz, okay. Stopp.
Huckleberry, befreien Sie mich. Was ist... Ja, wunderbar. Ich hätte hier einen Third-Grade-Bewerber, erfahrener Detective, Gang-Spezialist. Oh Gott. Soll ich Ihnen den direkt bringen? Ja, stellen Sie ihn vor, die, an die Fahne in meinem Büro. Ich, bitte? Sie rufen am Anfang Stop Reed. Soll ich die kommen und die Frau erschießen? Nein, nein, bitte nicht, bitte nicht. Obwohl es nicht mehr viel fehlt. Alles klar. Stellen Sie einfach hin. Reed. Jetzt bin ich voll raus. Ja, ich weiß. Soll ich nochmal anfangen oder? Nee. Schade. Tun Sie mir einen Gefallen. Ja. Sie können sich dann das Gespräch am Freitag erinnern, ja? Ja. Und da ging es ja einfach nur darum, dass Sie mehr oder weniger sich auf Ihre Arbeit konzentrieren und weniger Blödsinn machen, glaube ich. Könnte man zusammenfassen, ja? So richtig. Das, was ich Ihnen jetzt sage, ist wichtiger. Ja, wichtiger. Tun Sie das nie wieder. Aber warum nicht? Das gerade. Ich habe das gut gemeint. Frau Reed, tun Sie das nie wieder. Manu, meine Mama hat immer gesagt, ich kann wundervoll sehen. Ja, genau. Und deswegen sage ich Ihnen das nicht, sondern ich sage Ihnen einfach, Ort und Zeit ist nicht der richtige, um das in meinem Büro zu tun. Schade. Oh. Geht dann der Fahne, Chief. Gerne. Wenn Sie noch Feedback brauchen, sprechen Sie gerne mit irgendwem anders, aber nicht mit mir. Okay. Gut. Okay. Aber ich nehme Ihre Entschuldigung an, machen Sie sich keine Sorgen, das hat keine negativen Auswirkungen auf Ihre Entscheidung oder sowas. Okay. Alles klar? Na sicher doch. Und wenn Sie das nächste Mal sehen, dass Mr. Hobbs den Schokoteil meines Kuchens abknabbert, halten Sie ihn auf. Okay, ich habe das nicht gesehen. Er hat mir nun einfach nur den Kuchen gegeben. Er hat es getan. Naja, okay, gut. Ja, ich bin dann weg. Und führen Sie mal den Bewerber vorne an der Fahnenstange in mein Büro, Reed. Und bleiben Sie dann mit drinnen. Ja. Beim Juwelier weiter Richtung Norden. Mann, habe ich mir den ganzen Tag Zeit genommen, um den Song zu schreiben. Reed haben sich. Oh. Okay, Sir, Ihr Name? Benjamin Brown, Sir. Mr. Brown. Sie haben sich als Police Officer beworben, ist das so korrekt? Ja, korrekt. Gut. Mein Name ist Manfred Lentsch, ich bin Chief of Police, zusammengefasst der höchste Exekutivbeamte in San Andreas. Ich habe gleichzeitig noch die Augen so ein bisschen auf die Verwaltungsebene, leite aber hier in Los Santos auch das PD. Zu meiner Linken sehen Sie meine persönliche Assistentin, das ist Frau Raven Reed. Die unterstützt mich in Verwaltungsarbeiten und Bewerberabarbeitung, alles, was man sich so vorstellen kann, und ist dementsprechend bei diesem Gespräch mit dabei. Freut mich. Gut, wundervoll. So, Mr. Brown, dann erzählen Sie mal, warum hier? Warum das PD? Was für Fähigkeiten haben Sie? Erzählen Sie einfach. Ja, ich fange also bei meiner Geburt einmal an. Ich bin am 6.01.1992 in New York geboren. Okay, fangen Sie nicht so weit vorne an, Sie bei Ihren Befähigungen an. Alles klar. Nach meiner Ausbildung als Police Officer war ich als Detective tätig, nachdem ich mal eine Weiterbildung gemacht habe und habe dort bei der Gangkriminalität war ich tätig. Heißt, ich habe mich mit Gangs befasst, mit dem Lingo. Den habe ich mir angeeignet von Families, Ballers, Vagos, was man so kennt. Habe mir dann angeeignet, welche Kappen tragen die. Also das heißt, welche Erkennungsmerkmale haben die. Wie geht man auf ein Family-Set, also auf einen Family-Member zu. Wie redet man mit einem Ballers-Member. Da muss man halt auch unterscheiden. Ich habe auch ab und zu verdeckt ermittelt, weil ich auch weiß, wie man sich zu kleiden hat. Um nicht so aufzufallen. Heißt, ich habe auch mich mit den Gangs, also ich habe mich auch mit denen unterhalten, um die Differenz mit denen nicht dass die Differenz nicht so weit war, dass ich halt gut da ankam. Das heißt, ich habe immer versucht, mich in die Lage von denen hineinzuversetzen und das dann bei der Arbeit mit umzusetzen. Mr. Brown, ich muss Sie kurz unterbrechen. Ja. Ich habe gerade eine Meldung bekommen, ich bin gerade vor Gericht vorgeladen worden tatsächlich. Ich stand heute auf einer Zeugenliste, die haben mich vorgeschoben, ich muss da jetzt hin. Wir führen dieses Gespräch zu einem späteren Zeitpunkt weiter. Ich kann Ihnen da gerade nicht mehr Zeit geben.
Reed, bringen Sie Mr. Ja. Brown mal kurz nach vorne und er soll sich dann nochmal, er wird dann telefonisch von Masters, haben Sie mit Masters oder Huckleberry gesprochen? Mit Huckleberry. Okay, Sir. Er wird dann telefonisch von Huckleberry nochmal kontaktiert für ein Zweitgespräch. Ich kann gerade nicht. Ja, mache ich. Alles klar. Wenn ich dazwischen haken darf, der Herr sagte, es wäre wohl besser mit dem Herrn Masters. Ich will da jetzt nicht zwischengreifen, aber... Ja, genau, der machte... Dann machen wir das so. Dann geben Sie die Telefonnummer Masters, damit er da nochmal anruft, weil es ist korrekt, Huckleberry macht normalerweise nicht die Erstgespräche. Und dann versuchen wir hier nochmal was stattfinden zu lassen, ja? Das wäre super, Sir. Super, fantastisch. Okay. Gott sei Dank, Rehberg. Gott sei fucking Dank. Bitte, Sascha, ich hab dir Kakao gebracht. Handy holt der MVP. Ich komm rein. Gang Unit, wir haben die Kappen getragen. Wir haben die farbigen Krawatten gehabt. Bro. Bin gerade vor dem Bäckerrand. Ja, ich hab, glücklicherweise habe ich gerade eine Vorladung vom Richteramt bekommen. Ich muss dringend zum DOJ. Ja, ich weiß jetzt, warum Masters mir den abgeschoben hat. Ich dachte das. Ja, und ich habe ihn wieder zu Masters zurückgeschoben. Ich hätte die komplette Ganglingua. Ich wollte Wörterbuchschreiber, der mir erzählt. Ja, ich weiß. Ich muss jetzt trotzdem los, Huckleberry. Bis dann. Oh Gott, was passiert hier? Ich will die gleiche Lücke nicht nochmal nehmen. Sondern einfach den hier richtig heftig zupacken. Ich kenne hier niemanden. Also. Niemanden persönlich oder so. Das sind alles fremde Spieler. Tacos, frische Tacos. Olas. Haben Sie einen Taco für mich? Natürlich habe ich Tacos. Was kostet? Ein Taco kostet $25. Alles klar. Dann machen Sie $30. Passt so. Alles klar, einen Moment. Vielen Dank. Ja, haben Sie einen Taco. Ich danke Ihnen. Bitte, bitte. Da gibt's Tacos. Ja, bis dann schon. So. Okay. Schreiben wir nochmal Herr Rehberg, dass ich jetzt wieder da bin. Die Verhandlung ist auf 3 Stunden angesetzt. Scheint wohl relativ lang zu sein. Ja. Ja. Das sind aber so die typischen Unil-Verhandlungen immer. Ja, der Unil ist übrigens eben auch zusammengebrochen. Oh Gott. Die musste 5 Minuten unterbrochen werden, ja. Na, erstmal den Taco probieren. Mhm. Da ist ein Taco vorne. Taco-Verkäufer. $25 der Taco. Schnapper. Der hat so einen Hut aus. Ich erkenne ihn an dem Hut. Wollen Sie welche? Ich habe gerade welche gekauft. Frisch. Wenn Sie mir einen anbieten möchten. Ja, ne, da sage ich nicht nein. Oder sage ich nicht nein zu. Ja, doch, dann erstmal hier, Herr Wohn. Vielen Dank. Sagen Sie mal, gibt es denn schon neue Beschlüsse im DOJ? Es gibt nur der letzte ist, glaube ich, der mit der Fischfilterei gewesen. Okay, sehr gut. Der ist jetzt aktiv, es wird aber nochmal einen Beschluss geben. Wegen der Geschichte mit den Kopfgeldjägern. Oh ja, genau der. Mhm. Da habe ich die Entwürfe schon so gesehen. Ja. Habe ich jetzt auch nochmal. Das wird richtig spannend. Dürfen das auch schon Verurteilte wahrnehmen? Nachdem sie da vielleicht eine gewisse Zeit nichts mehr verbrochen haben. Ja. Ja. Gut, dann ist ja für Sandro und die wahrscheinlich heute erstmal wieder schon Pause. Da gibt es in den Entwürfen gibt es da eine 4-Wochen-Frist. Aber eine 2-fache 4-Wochen-Frist. Einmal eine 4-Wochen-Frist bei schweren Delikten, die nicht länger, also die länger als 4 Wochen. Also genauso die 4 Wochen wie im DOJ, ne? Also wie im Gesetzestext mit der Verjährung. Genau, dass es dann 4 Wochen zurückliegen muss. Und eine 4-Wochen-Frist, falls man vergessen hat zu verlängern und dann verlängern will, muss man 4 Wochen warten. Sehr schön, sehr schön. Dass es halt ein bisschen selektiert wird. Hm? Und wie läuft das Ganze dann, oder wie geht das Ganze vonstatten? Können die dann auch die Leute mitnehmen oder müssen die die lediglich festsetzen und wir kommen dann vorbei? Nee, die nehmen die richtig mit. Ah, sehr schön. Das wird dann eine richtige, also die kriegen die Befähigung im Rahmen der Lizenz, eingeschränkte Festsetzungsbefähigung, um einfach Leute dann mitzunehmen. Und wenn die das erfolgreich gemacht haben, dann kriegen die dafür ein Kopfgeld. Das auch schon in der Zeit, das auch schon finanziell festgesetzt ist. Also da gibt's eine Staffelung von Honoraren. Je nach Haftantrittszeit. Das kann gut entlasten. Ich hoffe, das räumt die Liste schnell auf.
Genau, und da es ja halt mit der Lizenz ist, kann ich mir, sehe ich dir einige Leute auf jeden Fall, die dort mit können. Oder die da zumindest aktiv werden, ne? Auf jeden Fall. Haben Sie was gesagt, Aslowski? Ja, definitiv. Achso, alles klar. Ich hab Chief verstanden. Ja, ich auch. Nee, nee. Ich auch. Challenge? Wir sollen rein. Alles klar. So, Mr. Lynch. Oh. Ich bin schon informiert worden. Ah ja. Sie wissen, wo der Zeugenstand ist, nehme ich an. Der rechts, ne? Genau. Bitte nehmen Sie zu meiner linken Platz, Herr Lynch. Natürlich. Hallo. Einen wunderschönen guten Abend. Können Sie mir einmal kurz Ihren Namen und Ihr Geburtsdatum nochmal nennen? Mein Name ist Manfred Lynch. Mein Geburtsdatum ist der 26.09.1969. Vielen Dank. Dann muss ich Sie kurz darüber belehren, dass Sie vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Ihnen steht es jedoch zu, die Aussage zu verweigern, wenn Sie sich selbst oder familiäre Angehörige belasten. Und ebenfalls als Mitarbeiter des LSPD muss ich Sie ebenfalls darüber informieren, dass Sie als Beamter harte Strafen zu erwarten haben, sollten Sie Falschaussagen treffen. Aber das wissen Sie. Weiß ich, ja. Gut. Dann, Mr. Sullivan, können Sie mit der Zeugenbefragung beginnen? Ja, guten Abend, Herr Lynch. Guten Abend. Ich hole Sie ganz kurz ins Bilde. Wir verhandeln ja eigentlich die Entführung von Herrn Boone, bei der Sie nicht beteiligt sind. Sie sind jetzt hier, weil wir aktuell erörtern müssen, inwiefern Herr Evil Rickard, der Sandro O'Neill bedroht, in diesen Sachen verstrickt ist. Und deswegen sind Sie jetzt hier. Und zwar geht es jetzt erstmal um den Abend, wo Herr Sandro O'Neill bei Ihnen, naja, wie soll ich mal sagen, nach Schutz gesucht hat. Erinnern Sie sich daran? Ja, ich erinnere mich daran. Ja. Sie hatten Ihnen zu diesem Zeitpunkt einmal den Herrn Officer Bullock zur Seite gestellt. Korrekt. Ist das so korrekt? Genau. Können Sie uns vielleicht einmal erörtern, wieso Sandro O'Neill diesen Schutz wollte von Ihnen? Ja, Mr. O'Neill ist in ungewöhnlicher Kleidung vorstellig geworden im Los Santos Police Department und hat sich hat eine Bedrohungssituation beschrieben. Eine Bedrohungssituation, die er als so realistisch eingeschätzt hat und so emotional vorgetragen hat, dass ich es als verantwortungsvoll erachtet habe, ihn einem Streifenpolizisten in unmarkiert, also in keiner Uniform zur Seite zu stehen, um ihm Unterstützung zu signalisieren und auch seine Sicherheit zu gewährleisten. Können Sie uns erzählen, was während dieser Begleitung passiert ist oder was Herr O'Neill dort veranstaltet hat, sage ich mal, in seiner Zeit? Ja, leider hat sich das als meiner Ansicht nach Fehlentscheidung herausgestellt, denn es hat sich im Nachhinein in Ermittlungsergebnissen bewiesen oder es wurde der Vorwurf klar und es wurden Anzeigen eröffnet, die zeigten, dass Herr O'Neill die Zeit mit dem Beamten genutzt hat, um vor gewissen Lokalitäten, die er besuchte, Schutzgeld einzutreiben. Mit dem Beamten. Mhm. Das bedeutet, der Beamte, der ihm zum Schutz zugeteilt wurde, ist mit ihm vorgefahren, hat die Räumlichkeiten überprüft, ob ein Herr Einspruch, gewisser... Einspruch, Mutmaßung. Das ist keine Mutmaßung, das ist so passiert und ist auch so aktenkundig und durch die Officer ausgesagt und bestätigt. Ich möchte den Anspruch auch ablehnen, weil ich möchte das auch hören. Also, um das nochmal zu wiederholen, der Beamte Bullock ist vorgefahren, hat die Räumlichkeiten überprüft, ob es Sicherheitsrisiken gibt, hat sich dann in der Nähe aufgehalten, um das Leben von Herrn O'Neill zu schützen, aber nicht um eine störende Quelle von Geschäftsbeeinträchtigung darzustellen. Und in der Abwesenheit von dem Beamten, der Schutz bieten sollte, hat Herr O'Neill dann mit den Inhabern von Lokalitäten Geld eingetrieben. Und um das nochmal konkreter zu machen, als Beispiel, um das zu nennen, das war in einem expliziten Fall bei der Automotorwerkstatt Bennys. Aber auch in zwei anderen Lokalitäten. Okay, danke schön. Also ich fasse mal zusammen, also Herr
Und Neil hat sich seines Lebens bedroht gefühlt und ist fast mit einem Nervenzusammenbruch zu ihm gekommen. Sie haben ihm Schutz zur Seite gestellt und er ist trotzdem seinen kriminellen Tätigkeiten weiterhin nachgekommen. Also kann das ja nicht so schlimm gewesen sein, ne? Gut. Als das, sage ich mal, also diese Vorfälle bekannt wurden, was haben Sie dann getan? Wir haben mit sofortiger Wirkung den Streifenbeamten abgezogen. Ich hatte ein persönliches Gespräch mit Herr O'Neill und habe ihm zu verstehen gegeben, wie enttäuscht ich bin, weil ich diesen Beamten eingesetzt habe, um sein Leben zu schützen, und habe in diesem Zusammenhang klargestellt, dass das Polizeidepartement nicht dazu bereit ist, sich so instrumentalisieren zu lassen, wenn wir doch dafür da sind, die Sicherheit der Bevölkerung jedes Menschen da draußen zu gewährleisten. Als Sie Herrn O'Neill dann, ich sage mal so, vors PD gesetzt haben, nachdem Sie ihm gesagt haben, dass das beendet ist, diese Maßnahme, was ist denn dann passiert? Es gab eine Situation, in der Herr O'Neill Sandro sich in einem Gebüsch versteckt hat, in der Nähe des Polizeidepartements, hinter einer Pflanze. Ich behaupte, es war eine Palme. Und ich wurde darüber informiert, dass das der Fall ist. Und dann bin ich dem Ganzen nachgegangen. Und dort gab es dann einen Vorfall. Mhm. Erläutern Sie uns kurz, was da passiert ist. Ich habe das Polizeigebäude auf der südlichen Seite verlassen. Das ist ein Nebenausgang, wo sich Mr. O'Neill Sandro befand. Habe ihn hinter einer Palme angetroffen. Habe ihn noch fragen können, was er da tut, weil mich das erstmal verblüffte. Und in dem Augenblick wurden Schüsse eröffnet. Gut, das heißt, Sie haben also gesehen, wie auf Sandro O'Neill geschossen wurde von einer Person. Korrekt. In dem Szenario, um das ein bisschen bildlicher zu machen, wenn Sie den südlichen Eingang sehen, ist das die Brückenseite des Polizeidepartement Mission Row. Das bedeutet, das ist die Ecke, die dann Richtung Eastside auch führt, über die Brücke, gleich anliegend. Und dort ist eine erhöhte Position auf diesen Seiteneingang möglich. Ja. In der Akte, ich könnte vielleicht das Aktenzeichen nochmal für die Richter nennen, das ist die 21052, nur fürs Protokoll, ist da niedergelegt, dass ein blauer Sultan Classic dort weggefahren ist. Den haben sie dann verfolgt und da konnten sie dann auch eine Person festnehmen. Erinnern Sie sich noch daran, wer diese Person war? Korrekt. Also es wurde ein blaues Sportfahrzeug beim Wegfahren erkannt. Das wurde erkennungsdienstlich spezifiziert auf diesen Sultan, den Sie gerade beschreiben. Und festgesetzt wurde dann ein Herr Hollecker. Okay, wie wir ja schon wissen, Herr Hollecker ist auch gut, sehr gut befreundet mit Herrn O'Neill. Und komischerweise haben wir auch genau den gleichen Wagen bei der Geiselnahme wieder mal involviert. Das möchte ich nochmal hier festhalten. Gut. Sie haben Herrn Hollecker dann festgenommen. Konnten Sie ihm dann jetzt irgendwie die Schüsse explizit nachweisen? Es gab eine Gegenüberstellung, weil ich der einzige Beamte war, der ihn gesehen hatte in diesem Zusammenhang mit den Schüssen. Wie Sie an der Beschreibung des Ortes allerdings feststellen können, war sein gesamter Körper nicht sichtbar und es war eine gewisse Distanz. Deswegen konnte ich Herr Hollecker nicht eindeutig identifizieren in einer Gegenüberstellung, die am Ende zwischen ihm und einem weiteren vorgeführten Person verblieb, weswegen ich nicht eindeutig sagen kann, dass die Gegenüberstellung dazu geführt hat, dass ich Herr Hollecker identifiziert habe. Okay. Wir haben jetzt hier einmal hier drüben Herrn Sandro O'Neill stehen und Sie haben ja da Herr Hollecker gesehen und ihn sogar in einer Gegenüberstellung sehr gut gesehen. Wenn Sie diese beiden Personen einmal vergleichen, sehen Sie da eine sehr große Ähnlichkeit zwischen den beiden Personen? Zwischen welchen beiden Personen? Sandro O'Neill und Herrn Hollecke. Einspruch, euer Ehren. Ich glaube, der Staatsanwalt hat Alkohol konsumiert. Abgelehnt. Ja, euer Ehren, muss ich mir sowas gefallen lassen, solche Unterstellungen vor Gericht? Nein, müssen Sie nicht, Herr Neil. Würde ich gerne ein Ordnungsgeld beantragen. Ich kann keinen Schnaps riechen, fürs Protokoll. Oh, dankeschön. Herr O'Neill, bitte zügeln Sie sich, ja? Jawohl, auch Richterin, natürlich. Es ist alles sehr emotional hier. Können Sie die Frage wiederholen? Ja, wenn Sie Herrn Sandro O'Neill sehen und Herrn Hollecker,
wie Sie da die Ähnlichkeit dieser beiden Personen sehen. Können Sie die eindeutig voneinander unterscheiden? Ist der Hollecker denn gerade hier? Ja. Nee, leider nicht. Okay, er ist nicht auf Ladung erschienen. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob die sich gegenüber eindeutig gerade gleich aussehen. Zu dem Zeitpunkt waren sie das definitiv nicht. Da sahen sie sich nicht ähnlich. Okay. Gut. Das heißt, Sie hätten durchaus erkennen können, wenn eine Person, die genauso aussieht wie Sandra O'Neill, auf Herrn O'Neill geschossen hätte. Absolut korrekt, ja. Das war eben nicht der Fall. Korrekt. Okay. Gut, dann hätte ich erstmal keine weitere. Achso, doch, ich habe noch eine weitere Frage. Von Ihrer Einschätzung als Police Officer, Chief of Police, entschuldigen Sie, sind ja sehr lange schon im Dienst. Wie kam Ihnen die ganze Geschichte über diese Bedrohungslage, die Schüsse und so vor? War für Sie das glaubhaft oder kam es eher einer Inszenierung gleich? Gut, ich gehe nicht automatisch von Inszenierung aus, wenn uns Tatverdächtige, die mit einer Vorstrafe zu uns kommen, berichten, dass ihr Leben bedroht ist. Im Zuge dieser ernsthaften Beschuldigung und dieser ernsthaften Situation, die eingetreten ist, habe ich auch alle nötigen Mittel ergriffen, um das Opfer in diesem Fall oder das potenzielle Opfer, um Herr O'Neill Sandro zu schützen. Leider ist im späteren Verlauf dieser Situation doch der Anschein erweckt worden und auch für mich, wenn Sie mich fragen nach meiner Erfahrung, mehr erweckt worden, als wäre das ein, Sie sagten, Schauspiel. Und ja, Schauspiel, Inszenierung, ja. Ja, also am Anfang nicht, weil ich das ernst genommen habe und so auch gehandelt habe. Am Ende, nach mehreren Enttäuschungen und der einsetzenden Realität, doch. Es wirkte inszeniert. Alles klar. Vielen Dank. Ich hatte keine weiteren Fragen. Vielen Dank, Mr. Sullivan. Hat die Nebenklage noch Fragen? Keine Fragen, euer Herr. Dann, Herr O'Neill, haben Sie Fragen? Ja. Dann dürfen Sie beginnen. Ja, jawohl. Ja, Herr Lentsch, grüße Sie erstmal. Ich grüße Sie, O'Neill. Genau, Sie sagten ja eben gerade schon, dass Sie den Herrn O'Neill dem Herrn Bullock unterstellt hatten, als Sicherheitsbeamten. Korrekt. Wurde Herr O'Neill in seiner Zeit mit Herrn Bullock angegriffen? Die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Das weiß ich nicht. Ja, ist in Ordnung. Oh, keine weiteren Fragen. Ich glaube, die Staatsanwaltschaft hat hier schon alles genau beleuchtet. Oh. Vielen Dank, Mr. O'Neill. Mr. John, haben Sie Fragen? Ich habe keine Fragen, danke. Ich auch nicht. Dann sind Sie aus dem Zeugenstand entlassen, Herr Lentsch. Vielen Dank, Hohes Gericht. Mr. Sullivan, Sie dürfen dann mit Ihrem nächsten Zeugen fortfahren. Wer wäre das? Ja, wir würden dann mit Herrn Boone beginnen, um endlich den Sachverhalt, um den es eigentlich geht, mal zu beginnen. Macht, dann wird ja automatisch. Boone, Sie sind gleich dran. Ich bin gleich dran? Ja, Sie werden jetzt gleich aufgerufen. Sehr gut. So viel dazu, dass ich der Nächste sein sollte. Naja, wir tauschen echt die Reihenfolge. Das sagen die jedem, dass wir jeweils der Nächste sind. Schlimm. Unglaublich. Naja. Dann kann ich mir gleich wenigstens noch ein bisschen von der Verhandlung angucken. Genau. Mal sehen, ich hoffe, es bringt was. Hoffe ich auch. Gut, ich mache mich von dann. Bis dann. Bis dann, Chief. Durchhalten, Männer. Jo, wiederschauen. Ist eine lange Verhandlung, aber ist nicht zu ändern. Ja, gut. Ist halt so. Naja. Muss halt mal sein. Cool. Warst du eigentlich mal Beisitz? Ich war selber Richter, habe ich schon mal gespielt. Ich kenne das Spiel sehr gut. Richter sein ist auch cool, aber leider hat man zu wenig Verhandlungen, als dass das auf lange Sicht funktioniert hat für mich. Ich wünschte, jetzt ist das, glaube ich, mit den Verhandlungen ganz geil. Tatsächlich. Aber ja, zu dem Zeitpunkt war es eher so meh. Obwohl das Richteramt selber fand ich sehr geil. Das hat Spaß gemacht. Willst du noch nicht einen neuen Charakter spielen? Ich plane keine neuen Charaktere, solange das so wichtig ist, dass dieser Charakter hier funktioniert.
Denn die Polizei am Laufen zu halten, ist aktuell noch so zu sehr davon abhängig, ob ich da bin oder nicht. Und das ist ein Problem. Na, das wird sich vielleicht ändern. Mal gucken. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das nicht geplant. Manchmal ist es besser, so eine Aktion, weißt du, dann ist das wenigstens beendet.